So, frisch ausgerüstet. Machen wir uns mal weiter auf die Suche nach dem Deavorn. Auch wenn ich da nicht mehr besonders viel Hoffnung herrege. Denn sein Bruder war hier oben. Den Turmbereich haben wir auch schon erforscht. Sogar recht gründlich. Und hier waren wir meiner Meinung nach auch schon. Also zumindest zur Hälfte. Ha. Und hier ganz unten glaube ich kaum, dass er ist. Bei der Gnollfestung könnten wir uns auch nochmal umgucken. Das wäre dann wirklich der südwestlichste Bereich, weil der Bruder meinte ja, dass wir im Süden bzw. Südwesten gucken sollten. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also ja, erstmal dahin und dann gucken wir hier weiter. Meine Spielzeuge? Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Ah, okay. Also wie ihr gemerkt habt, ich habe ein gutes Stück rausgeschnitten aus dem Erkunden, weil das war bisher die langweiligste Karte, die ich jemals aufgedeckt habe. Also nur ein paar Zwischenereignisse, primär auch nur Wildhunde und ein paar Gnolle hier oben. Wollte ich euch denn doch nicht antun. Aber jetzt sind wir hier auf eine Karawane gestoßen anscheinend, wo es ein tierisches Gemetzel gegeben hat. Und irgendwie habe ich im Verdacht, dass die da dafür verantwortlich sind. Aber ich werfe mal kurz ein böses Entdecken, nur zur Sicherheit. Du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Ah, sehr charmant. Und ich hatte keine Zeit mehr. Schade. Bitte geht nicht weiter, ich flehe euch an. Dort ist Brage. Brage? Den haben wir doch Ewigkeiten gesucht. Was macht er hier unten? Also, dort ist Brage, der gerade ein schreckliches Blutbad angerichtet hat. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber es scheint, als hätte eine fremde Seele von ihm Besitz ergriffen. Ich konnte nur noch von seiner gewaltigen Klinge fliehen. Ich bitte euch, wenn ihr nicht den Wahnsinn eines ehemaligen guten Mannes erleben wollt, so lasst ihn in Ruhe und bittet dafür, dass der Geist ihn rechtzeitig verlässt. Ja, die zweite Antwort können wir nicht nehmen, weil wir haben ja eigentlich den Auftrag, ihn zum Tempel zu bringen. Und ihn umzubringen, ist sowieso nicht die beste Lösung, denke ich mal. Also fragen wir, wer Brage ist, auch wenn wir es eigentlich schon wissen. Also, wer ist dieser Brage, von dem ihr spricht? Bevor er von diesem Fluch befallen wurde, war er Kommandant der Garde in Nashkel. Ich bin seine Cousine Larissa. Um alle Liebes- und Blutsbande wegen, befreit ihn von seiner Qual, wenn ihr könnt. Okay. Also keiner von beiden ist böse, nur ein Kobold-Kommandant, der sich irgendwo noch versteckt. Gut, gut, dann alle mal nach hinten. Gerogon soll mit ihm sprechen, weil er hat höheres Charisma. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Ich hoffe sehr, ihr habt eine Spur aus Brotkrumen gestreut, mit derer Hilfe wir den Rückweg finden. Die anderen haben dies nicht getan und da beschlossen zu bleiben. Meint er die Leichen da unten? Wollen wir gemeinsam versuchen, den Weg nach Hause ausfindig zu machen? Ich gebe euch ein Rätsel auf. Einstmals kannte ich die Lösung, doch jetzt kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ruft sie mir wieder ins Gedächtnis und wir kehren alle ans Tageslicht zurück. Also zum Verstand, ha? Gelingt es euch nicht, müsst ihr mit mir im Dunkeln bleiben und vergessen, woher wir kamen. Ein Rätsel, gut, daran erinnere ich mich schon mal nicht, das könnte interessant werden. Er hat weder Mund noch Zähne, doch nimmt er beständig seine Nahrung zu sich. Er hat keinen Ort, keine Heimat, weder Hände noch Füße. Dennoch wandert er überall hin. Er hat weder Land noch Mittel, kein Amt, kein Federkiel, doch ist er immer zum Kampfe bereit. Bei Tag und bei Nacht hört man einen klagen, er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Gehen wir mal durch. Krieg nimmt Nahrung zu sich, ja. Wind nimmt keine Nahrung zu sich, Insekten, ja, Tod auch. Zirkus, nein. Krieg. Nimmt Nahrung zu sich? Ja, er hat keinen Ort, keine Heimat, wieder in der Füße. Dennoch wandert er überall hin. Krieg ist überall. Kein Amt, kein Federkiel. Bei Tag und bei Nacht hört man einen Klagen. Er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Oder doch der Tod. Die Nahrung werden die Menschen...
wandert überall hin. Er ist immer zum Kampf bereit. Ja, und mit dem Tod ringen ist auch ein Begriff. Bei Tag und bei Nacht hört man einen klagen. Er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Krieg oder Tod, Krieg oder Tod. Tod. Am Ende der Nacht, da das Licht in meinen Augen scheint und ich wieder klar sehen kann, was habe ich angerichtet? Oh, scheint wohl die richtige Antwort gewesen zu sein. O Schrecken, o Schrecknis, der Richtblock der Nachtschkell meiner Hart, er sei mir willkommen. Wie könnte ich weiterleben nach allem, was ich getan habe? Bitte, er müsst mich in die Stadt geleiten, auf dass ich für meine Verbrechen büße. Ich fürchte, ich werde nicht lange bei Verstand bleiben, und das, was geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Zu viele Unschuldige haben meinetwegen ihr Leben lassen müssen. Bitte. Okay, müssen wir das erste nehmen, das zweite ist halt nicht zu unserer Gesinnung passend. Wir bringen euch so sicher wie möglich zurück. Obgleich es den Toten auch nichts nützen wird, wenn ihr getötet werdet. Wir werden euch zum Tempel des Helm bringen und hoffen, dass ihr geheilt werdet. Ich befürchte, ich kann nichts mehr für die tun, denen ich Unrecht zugefügt habe. Ob ich nun lebe oder sterbe, es haust mir in der Seele wie ein übler Geist. So bin ich wohl am Ende dem Überdruss am Kampf erlegen. Nehmt meine Waffe, auf dass ich keinem mehr Schaden zufüge. Die war verflucht, ne? Deswegen hat das Ganze ja angefangen. Macht selbst Gebrauch davon. Besser noch, zerstört sie. Von unschuldigem Blut über und über befleckt. Das Schwert habe ich gerade erst erstanden. Verschwendung, das alles. Bringt mich nach Naschkel. Ich ertrage es nicht mehr. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Nein, ich kann mich hier nicht zeigen nach allem, was ich getan habe. Übergibt mich der Garde, auf dass sie mir die verdiente Strafe zuteil werden lässt. Entwürdigt mich nicht noch weiter im Angesicht von Helm. Ja, das ist der Priester, der uns beauftragt hat. Beruhige dich, Brage. Das scheint auch sein Vorname zu sein. Helm sieht alles und er weiß vieles, was ihr nicht wisst. Ihr habt in der Tat so manche schlimme Untat begangen, doch war es nur zum Teil euer eigener Wille. Auf die Vorsätze kommt es an. Und die euren unterscheiden, ohne euer eigenes Wissen, einem fremden Einfluss. Achso, unterstanden. Gerechtigkeit wird geübt werden, aber durch Buße, nicht durch Strafe. Aber meine Schandtaten, meine Familien, ich will nicht mehr. Wenn ihr zur Garnison zurückkehrt, wird euer Tod das einzige sein, der ihr diese Angelegenheit vorsätzlich herbeigeführt wurde. Der in dieser Angelegenheit war. Euer Leben würde ohne Sinn geopfert werden. Zwar steht ihr als gebrochener Mann vor mir, doch könnt ihr noch Wertvolles leisten. Helm wird euch auf eurem schweren Wege begleiten. Was unsere tapferen Freunde hier anbelangt, so sollen sie die von Ulbleck ausgesetzte Belohnung stattdessen von mir erhalten. Haben sie doch ihre Aufgabe, Brage der Gerechtigkeit zuzuführen, am Ende erfüllt. Der Tempel steht für die Rückkehr seines verlorenen Sohnes in eurer Schuld. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Was? Shahira muckt jetzt auf, weil wir zu viele gute Taten begehen. Weil sie ja absolut neutral ist. Aber gut, damit wird sie leben müssen. Sprechen wir nochmal mit ihnen? Ich muss für viele Sünden büßen. Meine arme Familie. Okay, was hast du zu sagen? Ah, wagemutige Abenteuer an unserer Tür. Pum, 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 pum. Nichts Neues. Aber können wir hier vielleicht unsere Tränke verkaufen? Nee, schade. Was Gutes im Angebot hat er auch nicht. Na gut, wir haben uns gute Tat für den Tag gemacht. Haben endlich den Brage gefunden. Das kann ich jetzt auch von meiner Liste streichen. Wir sind aber nicht mehr da. Wir sind eigentlich da. Na gut, die Cutscene hat das wohl ein bisschen verschoben. Aber raus hier. So, jetzt gucken wir uns auch das Schwert mal an. Schick aussehen tut's schon mal. Sonst noch irgendwas? Ja. Zweihändiges Schwert und sie hat keinen Zauber über. Das ist natürlich blöd. Na gut, dann... Oh, warte mal. Ja,
dann laufe ich mal wieder zurück, wo wir gerade gewesen sind und raste unterwegs. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ausgeschlafen haben wir. Dann gucken wir doch mal. Zweihändiges Schwert. Verfluchtes Berserkerschwert plus 3. Der Träger des Schwert wird rasend. Es kann nur durch einen Bannzauber entfernt werden. Ah, ja, schade. Kann man das irgendwie umgehen? Also, sobald es angelegt wird, wird er wahrscheinlich den Verstand verlieren. Ein Bannzauber. Ist das Magie brechen oder ist das Fluch entfernen? Na gut, bleibst erstmal im Inventar liegen. Noch mehr Pfeile für immerhin. Ja. Ach ja. Aber dass wir einfach so mitten hier in der... Oh, ist das falsche Gebiet? Ja, anscheinend bin ich im falschen Gebiet gelandet. So, raus da. Wir müssen woanders hin. Aber die Schriftrolle nehmen wir noch mit. Genau, also was ich gerade sagen wollte, dass wir hier mitten in der Pampa plötzlich den Brage finden, ist auch recht skurril. Weil eigentlich hätte ich ja gedacht, er ist irgendwo um Naschkel rum, also im näheren Umfeld. Aber er ist jetzt 1, 2, 3 Kartenabschnitte schon fast weiter. Aber naja, schauen wir uns hier nochmal kurz um. Und danach geht es in Richtung Knollfestung. Ach ja. Ah, wir haben schon gut was geschafft. Ich meine, aus Kerzenburg raus. Shahira und Dings eingesackt. Minsk und Dünahir. Und Dünahir erstmal befreit aus der Gnollfestung. Dann die Minen von Naschkel sauber gemacht. Die Banditen aufgeräumt. Und jetzt müssen wir gleich noch in Mantelwald. Obwohl ich, wie gesagt, ja noch ein Level mindestens warten wollte. Wobei, so viele Level gibt es ja gar nicht mehr, ne? Er ist jetzt schon Level 5, Level 7 oder 8 das Maximum. Nanu, wer bist denn du? Böses Entdecken. Tassler sind böse, aber die hier anscheinend nicht. Das Elfen? Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Los, Männer, ran an die Schaufeln. Wenn wir es heute nicht schaffen, haben wir gegen diese Räuber keine Chance mehr. Ihr dort, sagt was ihr wollt, aber bewegt euch nicht von der Stelle. Ich möchte nicht erst die Jungs auf euch hetzen müssen. Grabräuber. Ja, davon halten wir als Paladin nun wirklich nicht viel. Ihr scheint nichts weiter zu sein als miese Grabräuber. Es wäre besser, ihr legt eure Waffen nieder. Nun, wenn ihr das so sagt, ihr könnt die Waffen weglegen, Jungs. Ihr könnt die Waffen weglegen, Jungs. Wir wollen ja nicht, dass hier heute jemand zu Tode kommt. Die Grabung ist zwar wichtig, aber unser Leben dafür zu verlieren, das ist nicht wert. Was haben denn die Herren Diebe mit uns jetzt vor? Diebe? Ihr seid die Grabräuber. Ja, das passt doch. Den Rest muss ich gar nicht lesen. Jetzt, da ihr entwaffnet seid, können wir wie zivilisierte Leute miteinander reden. Ich bin kein Dieb und sicherlich kein Freund von Räubern. Vielleicht kann ich euch einen Dienst erweisen. Habt ihr viel Ärger gehabt? Unsere Probleme gehen euch nichts an, obgleich, wenn ihr es wissen müsst, wollt ihr vielleicht Söldner werden? Wenn ihr euch eine ehrliche Münze verdienen wollt, könnt ihr vielleicht unsere Grabung hier sichern. Das wird nicht allzu lange dauern, denn wir sind fast am Ziel unserer Suche. Irgendwo ist ein Übersetzungsfehler. Entweder sind es jetzt Grabräuber oder es sind Archäologen. Er sagt jetzt auch schon eine ehrliche Münze verdienen. Und vorher, als wir ihn aufgefordert haben, die Waffen runterzulegen, hat er uns als Diebe bezeichnet. Das ist irgendwie komisch.